Ich suche erstmal den Stern, damit Dominik ihn nicht bekommt. Ah, ich habe jetzt schon 3 bekommen. So, Fallen Star. Ach, und was ich auch gerade gedroppt habe, ein Shackle. Warte, ich zeige es. Kannst du gerne haben, damit du unseren Zuschauern auch zeigst, wie man es reintut. Genau, hier seht ihr schon, Shackle, das ist in blau geschrieben. Blau geschrieben sind meistens irgendwelche Items, die man nicht, wie heißt es, mit dem man nicht andere Sachen craften kann. Und die halt ausrüstbar sind. So. Ihr seht schon hier, das ist alles in weiß geschrieben. Oh ne, warte, Fallen Star, hier, das ist auch in blau geschrieben. Okay, ich nehme zurück, was ich gesagt habe. Weil mit Fallen Star kann man eben was craften. Dann weiß ich nicht genau, was die blaue Schrift bedeutet. Mysteriös, mysteriös. Genau. Falls ihr euch fragt, was ich da oben mache, ich werde jetzt erstmal eine kleine Wohnung einrichten. Und die Wohnung ist für unseren NPC, der einziehen wird, nachdem wir unsere Wohnung gebaut haben. So. Blub, blub, blub. Ich nenne euch auch immer die Bedingungen für eine Wohnung. Also, eine Wohnung muss abgeschlossen sein. Dann muss die Wohnung... Muss eine Lichtquelle haben. Ja, und eine Workbench, mindestens... Halt, mindestens eine Workbench, mindestens einen Stuhl, mindestens einen Tisch. Das sind die Bedingungen für eine schöne Wohnung. Ja, ihr seht gerade, ich habe meinen Woodenhammer gemacht, und zwar um hier den Dreck, der im Hintergrund ist, abzubauen. Denn da kommt dann im Hintergrund Holz hin. Das sieht erstens besser aus und zweitens spawnen dann halt keine Monster mehr, wie wir schon gesagt haben. Ich weiß nicht, ob das bei Dreck auch so ist, ich glaube eher nicht. Ich glaube, bei Dreck spawnen Monster immer noch. Tun sie auch, denke ich mal. Gut. Schlecht. Also solange die Nacht jetzt noch nicht vorbei ist, kann man halt erstmal nichts Besseres machen, als entweder die Zombies zu bekämpfen oder an seinem kleinen Quartier weiterbauen. Ja, weil die Nacht ist für den Anfang, halt für den neuen Anfänger. Neuer Anfänger, ja, geiles Wort. Für den Anfänger, jetzt sag ich es mal, gefährlich, sag ich jetzt mal, denn wenn man rausgeht, kommen erstmal die Scharen von Zombies und töten dich, oder Demon Eyes. Später, wenn wir stärkere Waffen, stärkere Rüstung haben, können wir ohne Bedenken raus und töten die Zombies und Dämonen auch mit Leichtigkeit. Ja. Also aber sobald die Nacht vorbei ist, werde ich mal eine Mine bauen und da werden wir uns dann die ganze Zeit nach unten buddeln und so auf Höhlen stoßen. Das ist eigentlich so die effektivste Methode. Wir werden jetzt aber auch nicht die ganze Zeit nach unten buddeln, weil wir da hat man nichts anderes zu tun als blub 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 und hoffen, dass man auf eine Höhle trifft. Wir werden jetzt einfach, sobald wir auf die erste kleine Höhle stoßen, uns einfach mal nach links oder rechts buddeln dann. Weil da kommen wir dann schneller an größere Höhlen dran. Und wir machen das natürlich jetzt nicht die ganze Zeit, das wäre auch langweilig, sondern wir gehen auch ab und zu natürlich wieder nach oben und zeigen euch Neuerung. Oh, 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 oh. Tut mir leid. Das war nicht so gut. Egal. Ich war fester Überzeugung von, dass ich sie vielleicht noch besiegen könnte. Ja. Ihr seht ja auch schon, hier Zombie, Monster. Und ja, wie ihr auch gesehen habt, Guide war so schlau, hat Tür aufgemacht. Fast so schlau wie ich. Schlägst sie wieder alle zu mir. Ja, du schlägst sie zu mir. So, Fletch. Alle erstmal tot. So, wenn der Tag... Oh. Ich sehe hier gerade, wir haben genug Steine, um einen Ofen zu craften. Das ist sehr gut. Und gehen wir da weg, Geig, du stinkst. So, hier, Ofen. Ja, Ofen. In Ofen kann man die ganzen Erze, die man in der Höhle gefunden hat, schmelzen zu Barren. Und die Barren sind halt da, um dann, ja, Dinge zu craften.
Genau, außerdem kann man, warte, zeig ich auch direkt mal. Hier, naja, hier seht ihr das ja schon. Kann man Eisenbarren machen, werde ich direkt mal 10 Stück machen, so viel wie wir können. Kupfer genauso, da können wir mal ein bisschen weniger. Und man kann hier aus Sand Glas machen. Zeige ich euch auch sofort. Danke. Also der scheiß Geiz soll ich mal verpissen, Und dann ja. aus dem Glas macht ihr, könnt ihr Bottle machen. Und wie gesagt, Bottle benutzt man für, was war's nochmal? Tränke. Ja, genau. Und zwar, das zeige ich euch auch sofort mal, wenn ich hier oben eine Bottle drauf tue, mich dann daneben stelle, kann ich hier aus einem Pilz zweimal Gel und zwei Bottle zwei kleine Heal Potion machen. Da können wir jetzt direkt schon mal eine Menge draus machen. So viel wie wir Gel haben. Mushrooms haben wir genug noch. Und Gel finden wir eigentlich immer leichter als Mushrooms. Ja, da es genug Slimes in dieser Welt gibt, also. Ja, die kommen ja immer wieder neu. Und Tränke sind halt besser als Pilze, weil Pilze heilen ein Leben und Tränke sofort fünf. Oh, ich sehe, der Geist bewegt sich auch mal. Die Banken. Gut, der Tag bricht gerade an. Das sehen wir ja einerseits, weil es hell wird und andererseits, weil die Musik vom Tag wieder anbricht. So, gleich müsste auch der erste NPC kommen, da ich hier oben eine kleine Wohnung gebaut habe. Oh nö, die Lichtquellen fehlen, vergessen. Zu den Guides ist auch noch, zu den NPCs ist auch noch zu erwähnen, dass die nur auftauchen, wenn man eine gewisse, irgendetwas Gewisses erfüllt hat. Eine Bedingung Ja, sozusagen. genau. Kam ich gerade irgendwie nicht drauf auf das Wort. Und zwar zum einen der erste Creep, ach da, warum sag ich Creep? Der erste NPC, der gleich kommen wird, der hat zum Beispiel die Bedingung, dass man eine Truhe gefunden haben muss. Und da wir jetzt schon eine Truhe gefunden haben und auch abgebaut haben, müsste der gleich eigentlich hier spawnen. Beziehungsweise unten links steht dann ja der und der So und so has NPC. arrived. Ja, genau. Also ist angekommen, ist ja klar. So, und ihr seht auch schon, der Guide geht mal gerne spazieren und verreckt dabei. Aber, falls einer eurer NPCs jetzt stirbt, nicht so schlimm, also nicht rumheulen. Die werden nämlich, ich weiß nicht, einen Tag danach wieder gespawnt. Genau. Also falls einer verreckt, heißt es nicht, dass ihr nochmal neu starten könnt. Nein, die kommen nach einer Zeit einfach wieder. Und da helfe ich den Dominik mal ein bisschen. Dankeschön, Tai. Ich bin immer hilfsbereit hier. Hust. Ja, vor allem in League of Legends. Genau. Als Supporter. Noch von der anderen Seite. So. Dann würde ich sagen, nur noch die Holzwände. Und dann können wir mal die Mine machen. Die Genau, ich Crafting. hab überlegt, die machen wir da drunter. Ups, ich hab dir das aus Versehen gegeben. Jo, komm her. Ups. Da. Dankeschön. Ah ja, mit Linksklick, genau. Also ich frage mich ehrlich gesagt, wo der NPC bleibt. Ach, der kommt bestimmt noch, hoffe ich. Sonst stehe ich ziemlich blöd da. Gut, das war's gerade eigentlich schon mit dem Raum hier unten. Und ich habe mir überlegt, die Mine machen wir einfach genau hier drunter.